Hallo und zurück hier bei Advanced Warfare und wir machen sofort weiter mit der Kampagne. Natürlich, ich bin auch gespannt, wie lange die Kampagne überhaupt gehen wird. Eine Eilmeldung, es handelt sich um eine äußerst beunruhigende Live-Aufnahme. Das ist der und jo. Liebe Mitbürger dieser Welt, heute habt ihr Angst. Ihr habt Angst, weil ihr aus eurem Schlummer geweckt wurdet. Es gibt Tage, die vergisst man nicht. Manche Momente brennen sich auf ewig in unser Gedächtnis ein. Wo waren sie am Tag, als alles anders wurde? Vor 4 Jahren wollte ein Mann unsere Welt zerstören. Wollte ein Mann Dunkelheit über uns bringen. Dachten wir, wir würden es niemals überstehen. Doch das haben wir. Zusammen. Als sie verwundbar waren, gaben wir ihnen Kraft. Als sie krank waren, boten wir ihnen Heilung. Als Chaos herrschte, sorgten wir für Ordnung. Stabilität, Sicherheit, die Chance auf einen Neuanfang. Wer wir sind? Wir sind der Weg nach vorn. Nachwirkungen. Exotyp, Spezialist, Einsatzschild, Overdrive und Stim. Willkommen in Detroit! 2,5 Millionen Menschen, alle in Lagern wie diesem. Echt kein Urlaub, aber sie haben Nahrung, Wasser, Sicherheit. Alles dank Atlas. Und jetzt hat die KVA die Eier nebenan einzuziehen. Leck mich. Okay. 4 Jahre später. Okay, so lang ist Mitchell schon bei Atlas. 22 Tage am Stück. Die KVA macht keine Pause. Und wir auch nicht. Verstanden. Sie wollten die Leute im nächsten Monat zurückbringen. Dann ist die KVA aufgetaucht. Jetzt ist alles abgeriegelt. Sie beschützen unser Ziel. Sind wir noch dran an ihm? Dr. Pierre Danois. Er ist im Innenstadtkrankenhaus. Haben grünes Licht. 4 Jahre Jagd auf Hades und seine rechte Hand klopft einfach so an der Tür. Das ist brillant. Ihm geht es sicher gut. Wo ist das denn? Nicht vergessen, ein Paket pro Sektor. Ach so, kriegen wir wahrscheinlich gerade Essen. Oder was auch immer, keine Ahnung. Mika. Okay, jeder hat ja auch einen Namen. Also fast jeder. Was sind das für Leute? Was haben die für Anzüge bitte an? Moment, Captain. Scanner auf Isotope. Bitte warten. Was zur Hölle macht die KVA in Detroit, Boss? Eine leere Stadt ohne Polizei oder Augenzeugen ist ein guter Ort, um etwas zu verstecken. Oder jemanden. Okay. Viel Glück da draußen. Gideon. Torres, sind wir fertig? Ja, die Bikes stehen bereit. Das Zeitlimit ist eingegeben. In Ordnung. Aufsteigen. Okay. Gut, steigen wir doch mal auf das coole Gefährt hier.
Ich glaube, das kann man. Mit mir synchronisieren. Autopilot aktivieren. Bravo 2-1. Der Doktor hält Position im Krankenhaus. Die Uhr tickt. Verstanden, Prophet. Das ist ja nicht so schnell der Teil. Nicht vergessen, wir brauchen ihn lebend, um Hades zu finden. Verstanden. Okay. Bravo, Ende. Name und Befehlsnummer. Gideon, Befehl 5527. Einen Moment. Vier Agenten auf Bikes wollen rein. Befehlsnummer 5527. Gut, dann fahren wir nochmal in die Muss ich die eigentlich selbst steuern? Nee. Oder? Wachsam bleiben. Ich steuere einfach mal. Ich kann nicht glauben, dass das Detroit ist. So viel hat sich nicht geändert. Sammelpunkt direkt vor uns, 12 Uhr. Prophet, Bravo 2-1 beim Sammelpunkt. Bereithalten. In Bereitschaft 2-1. Mitchell und ich nehmen die nördliche Seite, ihr zwei die südliche. Treffpunkt Bay Street. Okay. Verstanden. Warum müssen wir immer... Warum nicht einfach ein Rotpunkt visier? Aktivität 100 Meter nordwestlich von eurer Position geortet. Wir halten die Augen offen. Okay. Wir müssen jetzt Gideon folgen. Aber scheint ja auch der Beste zu sein. Bis auf uns natürlich. Wir sind natürlich der Allerbeste. Räumfahrzeug voraus. Es sollte niemand in diesem Sektor sein. Einsatzvorgabe beachten. Leise bleiben. Man sieht einen Schatten. Warum hab ich nicht so eine Taschenlampe an meinem Gewehr? Was soll das? Prophet, sind bei Kontrollpunkt Blau. Durchqueren die Schule. Verstanden, wir haben euch. Ich geh weiter. Scheiße. Oh. Okay, hier rein. Ich dachte, wir sollen jetzt hier drüber balancieren. Ich frag mich, wann jemand kommt. Scheiße. Wir sind Leichen. Oha. Räumtrupp aus. Schutzanzüge fehlen. Die wurden anscheinend alle hingerichtet. Jetzt als Feinde. Die guten Leute. Verstanden. Wenn die KVA getarnt vorgeht, könnte es mehr von ihnen geben, als wir dachten. Mitchell, die Tür. Okay, ich öffne sie. Zur Tür. Ich glaube, jetzt kommt jemand, oder? Immer noch nicht. Ich bin echt gespannt, wann der erste KVA-Typ da aus der Ecke kommt. Die Treppe hoch. Warum haben wir keinen Schaft am Sturmgewehr? Wäre viel besser. Oh, fuck. Hier lang. Ja, wie hier lang? Ich bin doch schon oben, Junge. Eieiei. Warum fällt der Stuhl nicht um? Ja. Hier macht die Tür auf. Achso.
Oh, ich denke, einer von uns wird hinabstürzen. Das wäre irgendwie wieder typisch. Oh. Ich hab's gewusst. Und da die BRL, da ist sie doch. Oh, und ich fall noch eine Etage tiefer. Ich glaube, ich hab... Scheiße, ich hab's gewusst, Mann. Mitchell, hier ist einiges los. Versteckt bleiben. Okay. Kontakt! Das wird interessant. Nein, komm! Oh. Okay. Leider kein Schalldämpfer. Ganz vorsichtig. Okay, komm. Go, go, go. Soll ich mir den schnappen? Puh. Ich will sie eigentlich alle mit diesem Superschlag da ausschalten. Das hat fast in die Hose gegangen. Schießen. Ich würde halt nicht so viel aussehen erregen. Okay. Weiter geht's. Da ist schon wieder einer. Den haben wir erwischt. Hier alleine hier mal rumzulatschen und um zu überleben hatten wir noch nie in einer Mission. Das ist auf jeden Fall was Neues. Oh, scheiße. Geh weg, geh weg, geh weg. Du Hurensohn. So, friss das. Ich bin Mitchell an. Mein Freund. Geh mir aus dem Weg. Okay, jetzt gehe ich mal ein bisschen offensiver einfach drauf. Unten an der Feuertreppe. Mitchell, hier unten. Okay, dann haben wir uns wieder gefunden. Go, go. Den habe ich. Weiter geht's. Ich gehe hier rein. Oh, das sind... What the fuck? No, ich wollte ihn eigentlich nicht töten, aber scheint Kampfhunde zu sein. Ich denke mal nicht, dass hier einfach freilaufende Hunde plötzlich sind. Okay, auf die Hunde muss ich echt achten, weil die könnten mich, oh, ganz gut überraschen. Boah. Wo seid ihr? Da ist einer. Oha. Okay, go, 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 andere Position. Bist du das? Ja. Ich höre schon wieder Hunde. Nein, fuck, Alter. Hinter mir war, glaub ich. Ja. Ich hab's gewusst, Alter. Oh. Eine Granate. Habe ich auch Granaten? Ja, stimmt. Ich habe ja auch Granaten. Okay, go, go, go. Wo ist der? Ist der tot? Sind am Treffpunkt in der Bates Street. Die KVA ist überall. Feuerfreigabe. Sind fast da. Kann den Feind nicht anvisieren.
Kontakt! Oh. Verdammt, da ist noch einer. Okay. Das hier? Okay, Munition auffüllen. Mach ich doch gern. Achso, ich soll halten. Fertig. Das war eine ganz dumme Deckung, mein Freund. Leider kann ich nicht diesen Excel-Sprung da machen. Zurückwerfen! Oh, scheiße. Ja, komm her jetzt. So. Overdrive? Scheiße, Mann. Okay. Ich habe auf jeden Fall noch ein Hybrid. Ach so, okay, das. Was ist das denn? Da sind sie. Bewegung. Wo bist du, Mann? Warte, ist hier ein Sniper? Nice. Oh, wie schlecht. Nice. Dann treff ich den nicht. Komm her. Du auch. Tschüss. So. Status des Doktors. Haben biometrische Ortung. Immer noch im Krankenhaus. Gut, wir müssen weg hier. Los jetzt. Wo, ich bin runter. Ach so, da bist du ja schon. Der Wagen, das ist unsere Deckung. Okay, schieben, wie denn? Noch 100 Meter entfernt. Damage. Oh. Aber das sind wieder Joker und so. Wir haben uns anscheinend wiedergefunden. Ich nehme mal meinen Sniper, die ist sehr nice mit ihrem Nachtsichtgerät. Ja, okay. Nachtsichtgerät oder was auch immer. Oh, ich bin so gut wie tot. Komm her. Raus. Scheiße. Okay. Haben wir? Ja, hab ich doch erwischt. Okay. Der letzte Gesell, komm raus da. Nein, komm. Willst du mich verarschen? Ich treff den doch. Egal, ich gehe jetzt einfach weiter mit der AK-12. Oh nee, das wird gar nichts mit dem Weitergehen. Okay, ich muss nochmal versuchen. Leute, will das Spiel mich verarschen? Oha. Halten Sie... Ja, ich glaube... Okay, weiter. Okay, reicht. Noch mal mit hier hinlegen. Wo seid ihr? Kommt raus. Kommt raus da. Da ist einer. Oh, ich habe keine Munition mehr. So. So ist das also. Ich schieß einfach. Ich habe keine Ahnung, wo die sind. Beschossen. Komm raus. Na ja, nochmal. Ich werde schon wieder beschossen. Mann, ey. Das ist schwierig, weil ich sehe die sich nicht wieder. Okay. Weiter. Oh, ich werde beschossen. Jo, jetzt können wir sie eigentlich relativ gut holen, denke ich. Aha, da oben saß die ganze Zeit einer. Zwei sogar. Bewegung!
Feindliche Infanterie auf 12 Meter. Okay, haben wir geschafft. Nice. Habe ich wieder Munition? Nee. Scheiße. Der Doktor ist in der Nähe. Weil die ist ganz nice, die Waffe, finde ich. Wir brauchen ihn lebend. Ja, ich gehe vor. Blendgranate! What the fuck? Was ist denn da? Nein! Nein! Scheiße, Alter. Bitte nicht jetzt vom Krankenwagen, das wäre Oberscheiße. Auch in ihn lebend. Okay. Okay, ich gehe vor. Schon wieder. Wer wahrscheinlich als erstes ab. Hier war irgendwo einer, ne? Ich geh mal rein. Blendgranate! Ja, kommen sie. Aber wer soll das ahnen, dass solche kommen, ne? Da, der hat mich geholt. Der Wichser. Kommt alle her, so. Hier kommt. Oh. Jetzt haben die da das Tor runtergelassen. Wollen die mich verarschen? Ja, du hältst mich doch auf, mein Freund. So. Ja, ich stoß schon vor. Ah. Komm. Oh, wie ich ihn geholt hab. Komm schon. Nicht schießen! Mitchell, schnapp ihn dir. Da haben wir ihn. Na, kürzlich hat er es gesehen. Oh. Ich sage nichts. Ja, das sagen sie alle. Und dann fangen sie an zu schreien. Glauben Sie, das ändert was? Sie wissen nicht, wozu er fähig ist. Wir sind alle tot. Oh, haha. Nicht heute. Ja, wenn er nicht mit der Sprache rausrücken will, ne? Vergnügen. Mitchell, zu mir. Dann hat er Pech gehabt. Geh weiter, weiter. Ich nehme 22 Minuten auf. Nicht so in Länge ziehen, deswegen sprinte ich ja auch. Aber warum sollte man hier auf der freien Laufbahn noch nicht sprinten? Das wäre ein bisschen komisch. So. Weil. Wow! No! Nein, was ist das? What the fuck? Oha! Nein! Nice, Alter. Wer kommt denn da? Sind das sind bestimmt welche von Atlas andere. Wer ist das? Feindliche Truppen sind im Anmarsch. Wir geben Deckung. Nehmt den Doktor. Und bewegt euch. Okay. Ich würde lieber wissen, wer mich schützt. Das ist geheim. Oha. Die haben ziemlich gute Anzüge. Wir haben wohl keine Wahl. Egal, weiter geht's. Ich hole sie mir noch schnell, weil der Mitchell natürlich Babo ist. Keine Ahnung. So. Mach auf. Auf die Bikes. Los. Okay. Go, 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 go. Los, los, los. Oh, die können jetzt endlich. Oh, ich muss steuern. Oh, what the fuck. Oh, ich kann das sogar nicht. Ich folge die Tieren. Wow. Komm, umkurbel. Nice. Nein, Scheiße. Wow. Vorsicht. Oha. Was wird da alles verfolgt, Alter? Das ist noch richtig heftig, denke ich. Ich denke mal, der Part ist noch nicht vorbei, oder? Ich weiß nicht, wenn wir sie vielleicht abhängen, dann ist der Part vielleicht doch schon vorbei. Ich weiß nicht. Wir werden sehen. Oh! Alter Schwede. Das muss auf jeden Fall fun, mit dem Teil hier gerade zu fahren. Oha. Kann ich schießen irgendwie? Nee. Nein! Weiter! Nein, ich habe nicht aufgepasst. Oh, zum Glück bin ich schon tot. Oh, ich muss aufpassen. Warte, ich muss mich kurz drehen. Ich sag gar nicht. Scheiße, Alter. Ich sag jetzt gar nichts mehr.
haben es auf jeden Fall geschafft. Oha. So. Goliath. Prophet, Ziel ist in Sicherheit. Bring ihn zur Befragung. Geh dir ein Ende. Okay. Part ist vorbei. Letzte Folge habe ich vergessen, da so einen Punkt. Ich dachte, wir hätten nur einen. Deswegen haben wir jetzt insgesamt drei und wir verbessern auf jeden Fall mal. Ich weiß nicht. Reduziert Explosionsschaden. Ach Gott, Explosionsschaden. Ich renne sowieso immer schnell genug weg meist. Wenn eine Granate oder so kommt. Also. Da nehmen wir am besten. Steigert Gesundheit um 25%. Das ist auf jeden Fall nice. Aber ich würde sagen, wir nehmen. Ich glaube, wir nehmen Panzerung. Warum nicht? So, einen Punkt haben wir noch. Batterie steigert Exo-Fähigkeit Einsätze um 1. Wir nehmen Rückstoß. So. Okay, das war's für diese Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wenn euch das Video gefallen hat, wie immer. Lasst doch eine positive Wertung da, würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, bis zur nächsten Folge. Haut rein, Leute, und ciao. So, hier bin ich nochmal. Ich wollte nämlich noch sagen, ihr habt wahrscheinlich alle im Video gehört, dieses kurze Aussetzen von meinem, wenn ich kommentiere, dann setzt es kurz immer aus und dann geht es an einer anderen Stelle immer weiter. Das weiß ich noch nicht, woran es liegt. Ich habe meine Elgato gerade neu bekommen, deswegen nehme ich auch Advanced Warfare auf. Und da weiß ich noch nicht genau, wie das alles so funktioniert. Und deswegen könnte es sein, dass da immer so ein paar Fehlerchen auftreten. Aber es ist jetzt, es waren jetzt noch nicht, fand ich, so viele Aussätze. Das ging eigentlich noch. Sonst hätte ich die Folge auch nicht hochgeladen. Ja, ich hoffe, ihr versteht das. Und ja, ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge und tschüss.